أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Wir begrüßen euch recht herzlich, liebe Geschwister, und freuen uns, dass ihr zahlreich erschienen seid. Und ihr tut das nicht für uns, sondern ihr tut das für euch selber. Und wisset das, liebe Geschwister, dass jeder, der eine gute Tat macht, er macht das nur für sich selbst. Wie Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ. Und derjenige, der sich abmüht auf dem Wege Allahs, so müht er sich nur für sich selbst ab, für niemand anderen. Du kommst nicht für Abu al-Bara, du kommst nicht wegen Majid Sahaba, du kommst für Allah Azza wa Jal, um dich zu reinigen, um Allahs Wörter zu hören und um hier herauszugehen, بِإِذْنِ اللَّهِ alim, ohne Sünden. Denn wisset, wenn man in einer Sitzung zusammensitzt, wo Allahs gedacht wird, so wird gesagt werden, steht auf, euch wurde vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns zu denjenigen gehören lassen. Erstmal sagen wir euch, dass wir euch für Allah Azza wa Jal lieben. Möge Allah Azza wa Jal uns unter seiner Liebe Yawm al-Qiyamah versammeln. Liebe Geschwister, ein Thema, welches sehr wichtig ist für uns. Und ich möchte bitte, dass ihr mir heute nicht nur eure Ohren leiht. Ich weiß, eure Ohren bekomme ich immer. Aber ich möchte insbesondere heute eure Herzen und nochmal eure Herzen und nochmal eure Herzen. Dass ihr mit mir jedes Wort versteht. Damit wir heute hier herausgehen mit einem anderen Iman, mit einem anderen Glauben. Und ich betone es immer wieder und ich werde nicht müde, dieses weiter zu betonen. Wir sind in einer Zeit der Fittern, der Versuchungen. Und ich brauche nicht viele Worte zu sprechen. Wie viele haben schon hier gesessen mit offenen Augen und sie haben gestrahlt, als sie qala Allah, qala Rasulullah gesagt wurde. Allah sagt und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt. Und sie haben Tränen bekommen, als sie etwas über das Höllenfeuer erfahren haben und ihre Gesichter haben gelächelt, als sie etwas über das Paradies gehört haben. Aber wo sehen wir sie? Sie sind wieder zurückgekehrt zu ihrem alten Leben. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Sie sind wieder zurückgekehrt zu ihrem alten Leben. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, diese Leute haben irgendwann erkannt, dass sie falsch gelebt haben. Also haben sie bereut, bei Allah Azza wa Jal. Sie haben bereut. Und du solltest Allah kennenlernen. Allah freut sich über die Reue eines Dieners mehr, als sich der Diener freut. Allah hat die Türen zu seiner Barmherzigkeit weit geöffnet. Und er wird diese Türen niemals verschließen. Niemals, o Diener Allahs. Solange du noch lebst und die Seele nicht deinen Kehlkopf erreicht hat, darfst du bei Allah Azza wa Jal zu jeder Zeit an seine Tür klopfen. Es kann sein, dass du mitternachts Tauba machst, dass du mitternachts Reue begehst. Allahs Tür ist offen. Allah hat keine bestimmten Sprechzeiten. Es kann sein, dass du zum Dhuhr oder zum Asr bei Allah Azza wa Jal bereust. Allahs Tür ist offen und sie ist immer offen. 24 Stunden Allahs Tür existiert. Nur du musst anklopfen an diese Tür, dass du Allah Azza wa Jal darum bittest, dass du bei ihm bereuen darfst. Und wenn du aufrichtig bei ihm bereust, wisse, er vergibt dir, subhanahu wa ta'ala. Allah freut sich über jede Reue. Aber schaut, diese Leute haben bereut bei Allah Azza wa Jal. Daraufhin hat er sie recht geleitet. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagt, über diejenigen, die auf dem Irrweg sind und sich dann auf einem geraden Weg begeben, Allah Azza wa Jal sagt, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal sie zur Reue gelenkt, damit sie auch bereuen. Allah hat dich geschubst zur Reue. Denkst du, du warst das selber? Allah hat dich zu dieser Reue geführt. Subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin, was ist passiert bei dir?
du hast bereut. Alles nur die Gunst von Allah. Und er, subhanahu wa ta'ala, nimmt auch noch deine Reue an. Allahu Akbar. Das ist Allah Azza wa Jalla, den wir erstmal kennenlernen sollten, liebe Geschwister. Und viele der Geschwister, sie klopfen an die Tür Allahs. Allah gibt ihm die Möglichkeit, dass er bereut. Und er hat selber eingesehen, dass er ein falsches Leben gelebt hat. Er war immer in der Diskothek. Er hatte eine Freundin gehabt. Oder sie hatte einen Freund gehabt. Sie war mit schlechten, verdorbenen Frauen zusammen. Und er ist damals nur mit schlechten Freunden zusammen gewesen, hat Joints geraucht, hat Drogen genommen, sie hat Drogen genommen. Und irgendwann haben sie sich gesagt, das ist doch nicht das Leben, was ich wirklich leben möchte, was mich glücklich macht. Daraufhin haben sie bereut bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sie haben ein paar Tage im Islam gelebt. Und was ist bei vielen Muslimen passiert? Sie sind wieder genau dorthin zurückgefallen, von wo sie aus bereut haben. Ja Allah, was für eine Strafe von Allah. Eine Strafe von Allah Azza wa Jalla. Hört diese Überlieferung, die wallahi jedes Herz erbeben lässt. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. An dem Salawat von den Leuten erkennt man den Zustand von einer Stadt, ob die Leute den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieben oder nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna ahadakum ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Einer von euch, versteht diese Überlieferung, einer von euch begeht die gesamte Zeit die Taten von einem Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Elle entfernt ist. Heute redet ihr wieder nicht mit mir. Bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Elle entfernt ist. Daraufhin dreht Allah sein Buch. Ich sage es gleich, was das bedeutet. Daraufhin dreht Allah sein Buch und er macht eine Tat von den Höllenbewohnern und geht aufgrund dessen in das Höllenfeuer herein. Allahu Akbar. Eine Person begeht die gesamte Zeit die Taten von einem Paradiesbewohner. Du siehst Brüder, Schwestern, sie sitzen in der Moschee. Sie gedenken Allahs, sie beten mit und sie spenden Taten von einem Paradiesbewohner. Und der Prophet sagte uns in einer anderen Überlieferung, die diese Überlieferung erklärt, er sagte, inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah فِيمَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ. Einer von ihnen begeht die Taten der Paradiesbewohner, höre zu, so wie es den Menschen erscheint. Weiß der Mensch über sein Inneres Bescheid? Antwort: Er sieht nur die äußeren Taten. Wenn er betet, dann sagt er, das ist ein Gläubiger. Ist jeder, der betet, ein Gläubiger? Allah Azza wa Jal sagt über die Munafiqun, über die Heuchler, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Die Heuchler, sie wollen Allah Azza wa Jal betrügen. Kann man Allah betrügen? Man kann ihn nicht betrügen. Die Heuchler wollen Allah betrügen, er aber, Allah Azza wa Jal, führt sie auf der Nase herum. Allah lässt sie herumirren, diese Heuchler. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf, ungern auf. Allah redet hier über wen? Über die Heuchler. Eine Frage. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Beten Heuchler, ja oder nein? Ja. Sie beten. Sie beten. Sie stehen zwar schwerfällig auf, aber sie beten. Dass du betest, ist noch kein Beweis für dich, o Diener Allahs. Wallahi, in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gab es Leute, die haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebetet und mit ihm gefastet und mit ihm den Dschihad vollzogen und waren Munafiqun. Heuchler! Daher, wie es den Menschen erscheint. Wir sehen dich, dass du betest. Wir sehen dich, dass du Koran liest. Wir sehen dich, dass du spendest. Aber wer bist du bei Allah? Allah kennt dich. Ja, ayyuhalladhina amanu, la takhunullah.
O ihr, die ihr glaubt, betrügt Allah nicht. Du sitzt hier in der Moschee, daraufhin gehst du nach Hause und du schaust dir die perversen Bilder im Internet an. Und wie viele sind süchtig von unseren Geschwistern, von den Männern und von den Frauen nach diesen perversen Filmen und Bildern. So, dass du sie siehst im Ramadan. Sie verbringen ihre Zeit nicht in der Nacht mit Allah, sondern sie verbringen ihre Zeit damit, sich diese versauten Filme anzugucken. Möge Allah uns recht leiten. Gerade warst du noch in der Moschee. Und du hast gesagt, Allahu Akbar. Und du hast mit uns gebetet und den Koran gelesen. Und du hast gelesen, dass die Gläubigen wahrhaftig sind. Daraufhin gehst du nach Hause und schaust dir diese Filme an. Welcher Iman soll das sein, O Diener Allahs? Welcher Iman soll das sein, frage ich dich. Wir sehen eine Person, er betet, er fastet, er spendet, er gedenkt Allahs. Aber trotzdem gehört er zu den Höllenbewohner. Allahu Akbar. Allahumma sallim sallim. Er gehört zu den Höllenbewohnern. Was hat der Prophet sallam gesagt? Einer von ihnen macht die Taten von einem Paradiesbewohner, so wie es den Menschen erscheint, und er gehört zu den Leuten des. Er gehört zu den Leuten der Hölle. Bild dir auf dein Gebet nichts ein. Denk nicht, dass du ein besonders guter Diener bist. Wallahi al-Azim, dieser Nifaq, dieses üble Herz haben viele Leute, nur wissen sie es nicht. Und wir wollen heute über ein Thema reden, was mit diesem Hadith zusammenhängt. Wie können wir in so einer Zeit der Fitan nicht wieder dorthin zurückfallen, von wo wir bereut haben? Und ich sehe dieses Thema als sehr, sehr wichtig an. Inshallah teilt ihr mit mir diese Ansicht, liebe Geschwister, dass wir schon ein paar Minuten darüber reden, um unsere Herzen wieder zu Allah Azza wa Jal heute zurückzuschicken und zu sagen, ja Allah, wir haben falsch gelebt, diesmal bereuen wir richtig. Möge Allah Azza wa Jal unsere Reue annehmen. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Hätten sie doch nur weiter mit dem gemacht, wozu Allah sie ermahnt hat, wozu Allah ihnen befohlen hat, so wäre es besser für sie gewesen und fester für ihren Glauben. Das ist das Rezept. Ich wiederhole die Eier, damit ihr wisst, was ist der Grund, warum die meisten zurückfallen. Hört diese Eier, und wenn sie mit dem weitergemacht hätten, wozu sie aufgefordert worden sind. Wozu hat Allah uns aufgefordert? Zum Gebet. Zum Gebet. Weiter. Fasten. Zum Fasten. Weiter. Zum Spenden. Weiter. Zu den guten Taten. Eine Frage. Ist das leicht, diese Taten ständig und immer zu machen? Antwort. Nein. Allah sagt hier, wenn sie weitergemacht hätten, mit dem, womit wir sie aufgefordert haben. Das heißt, wozu sie aufgefordert worden sind, so wäre es, was? Besser für sie und fester für ihren Glauben. Und die Tafsir-Gelehrten sagen, فَإِنَّ اللَّهَ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بِسَبَبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ. Und Allah befestigt die Gläubigen nur aufgrund ihres Glaubens, der wahrhaftig ist. Einen wahrhaftigen Glauben brauchst du, damit du weiter auf diesem Weg bestehst. Dann sagt es mir, warum fallen die meisten zurück? Was ist mit ihrem Glauben? Sie sind nicht wahrhaftig. Punkt, Ausschluss. Wir brauchen nicht viel zu diskutieren. Es geht um deinen Iman. Und der Iman, der Glaube, ist das, worum die Salaf sich gekümmert haben. Der Glaube ist das, worauf die Salaf am meisten geschaut haben. Das Problem bei uns ist, wir schauen auf unser Geld, auf unser Vermögen, auf die Anzahl unserer Kinder. Wie viele Frauen heiraten wir? 2, 3 oder 4? Zu mir kommen Brüder, die sagen mir, Abul Bara, glaubst du, es gibt noch Sklavinnen? Und er hat einen verträumten Blick. Sklavinnen. Und ich bin mir sicher, wenn ich ihnen sagen würde, in Honolulu-Bulu gibt es noch ein paar Sklavinnen, ich werde ihn morgen nicht mehr sehen, weil er ein Ticket zu Honolulu-Bulu gekauft hat.
Er geht dahin, ihm interessiert nicht, was das kostet, wie viele Kilometer er reist, was er für Anstrengungen auf sich nimmt, denn er möchte diese Sklaven. Sanchez, meine persönliche Sklavin, sagt er. Deine Frage, macht er das auch für sein Iman? Antwort, schau mal, manche wohnen neben der Moschee und du siehst sie nicht in der Moschee. Aber für Martina Sanchez und für Fitna Spears reist er um die ganze Welt. Und er überlegt nicht einmal, wie viel er ausgegeben hat dafür. Eine Frage, und bitte sagt es mir, gesundes oder krankes Herz? Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, einer von den glänzenden Tabi'in, von den Schülern der Sahaba, liebe Geschwister. Und Sufyan al-Thawri, rahimullah, war bekannt als einer der Gottesfürchtigsten in seiner Zeit. Er war bekannt. Und einmal sagte er zu einem Freund von ihm, zu einem Gefährten, er sagte zu ihm, indem er Erde in die Hand genommen hat, er sagte zu ihm, Wallahi, schau auf meine Hand. Diese Erde, die du in meiner Hand siehst, so viel Sünden habe ich in meinem ganzen Leben gemacht, nicht mehr. Und ich habe Angst, dass Allah mir den Iman nimmt, während ich sterbe. Hast du einmal darüber nachgedacht, dass Allah dir den Iman wegnimmt, o Diener Allahs? Die schlimmste Strafe von Allah, Azza wa Jal, dass er dir den Iman nimmt und du stirbst, wal'iyadu billah, als etwas anderes denn als Muslim. Der Islam ist keine billige Ware. Du musst Allah ständig und immer beweisen, dass du wahrhaftig bist. Höre, was passiert, wenn du auf eine andere Religion stirbst, als auf der Religion des Islam. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allahu Akbar. Hast du keine Angst davor? Und du lässt dein Iman einfach schleifen. Und wer von euch sich von seiner Religion abkehrt und er stirbt als Käfer, das sind diejenigen, deren Taten vereitelt werden, gelöscht werden in der Dunya und im Jenseits. Und sie sind die Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben. Ich denke, viele Leute fürchten nicht diese Ärger. Weil er lässt sich gehen mit seinem Iman. Er denkt, dass er mit einem Iman lebt und dass Allah ihn auch mit diesem Iman sterben lässt. Hat Allah uns etwas Gegenteiliges beweist? Antwort. Ja. Dieser Hadith, ja, ist doch kein Traum, sondern der Prophet sallam hat uns das erzählt, weil das wirklich passiert. Einer begeht die gesamte Zeit gute Taten, aber subhanal malik, dann nimmt er Abstand von seinem Weg, wal'iyadu billah, und er fängt an, an seine Religion zu zweifeln. Und zum Schluss stirbt er als Kafir. Und manche haben gebetet und sie lassen dann das Gebet. Und bei vielen Gelehrten ist derjenige, der nicht betet, ein Kafir. Ibn Hazm, rahimullah ta'ala, sagt, es wurde von 30 Sahaba authentisch überliefert. Unter ihnen Umar ibn al-Khattab, Abu Huraira radiallahu anh. Und viele, die ihr kennt, sie sagten, derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir. Was denkst du, wenn du gebetet hast und du wusstest das und dann unterlässt du das Gebet? Wie sollen wir dich nennen? Es ist anders, als wenn wir mit einem Jahil reden, der nie vorher gebetet hat. Du aber, du hast gebetet. Du hast gebetet. Und daraufhin, obwohl du die Wörter gehört hast, bist du wieder zum Unglauben zurückgekehrt. Ich sage es dir nochmal, zum Unglauben. Denn es ist Kufr. Es ist Kufr, dass du das Gebet unterlässt. Mit dem Unterschied, ob das großer oder kleiner ist, ich will nicht auf diese Diskussion eingehen, es ist Unglaube. Sollte das einem Muslim reichen? Ja, wallah. Einer, der Allah fürchtet, so sollte es ihm reichen. Aber ich sage dir auch gleichzeitig, o Diener Allahs, wenn du zu denjenigen gehörst, bei Allah, die darauf achten, ob ihr Herz täglich für Allah schlägt, und die darauf achten, dass sie die Sunna auf beste Art und Weise befolgen, und die darauf achten, dass sie immer und stets gute Taten machen, und die darauf achten, dass sie nicht unverschämt sündigen,
so wird Allah dich in das Paradies eingelassen. Allahumma rzuqna al-Jannah. Hört, was die Gelehrten sagen. وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقِيقًا إِخْلَاصًا وَإِيمَانًا فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْدَلْ وَأَكْرَمْ وَأَرْحَمْ مِنْ أَنْ يَخْذُلَهُ فِي نِهَايَةِ عُمْرِهِ. Und wer die Taten von einem Paradiesbewohner wahrhaftig macht. Was haben wir gehört? Gibt es Leute, die die Taten von einem Paradiesbewohner machen, aber zu den Höllenbewohnern gehören? Antwort? Schaut mal, jedes einzelne Wort von den Gelehrten, sie wissen, was sie schreiben. Und derjenige, der die Taten von einem Paradiesbewohner wahrhaftig macht, das ist das entscheidende Wort, mit Ikhlas für Allah Azza wa Jalla, einzig und allein, und mit Iman, mit dem Glauben zu Allah Subhanahu wa Ta'ala, so ist Allah viel zu gerecht und viel zu großzügig und viel zu barmherzig, als dass er diese Person einfach fallen lässt und in das Höllenfeuer eingeht. Nein, Allah beschützt und bewahrt ihn, selbst wenn er zu den Sündern gehört. Allah wird ihn immer an seine Hand nehmen und ihn in das Paradies führen. Ey Wallah. Schaut auf euch selbst. Manchmal ist man in einem Trott von Sünden. Wallahi al-Azim, wir kennen das alle. Wir alle sind Sünder. Keiner ist frei von den Sünden. Und manchmal sündigen wir vielleicht mehrere Minuten oder mehrere Stunden oder mehrere Tage oder Monate. Was passiert daraufhin? Wir sagen, Subhanallah, Wallahi, ich will nicht so weiterleben. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht der Weg, der mich zufrieden macht. Ich schäme mich vor Allah. Wir sollten uns vor Allah Azzawajal schämen. Wer sich nicht vor Allah schämt, vor wem schämt er sich, liebe Geschwister? Daraufhin, was macht Allah? Er gibt dir etwas in dein Herz ein, das du bereust. Und schon siehst du dich selber dabei, dass auf einmal dein Iman steigt. Dann nimmst du als erstes das Buch Allahs und du fängst wieder an, darin zu lesen. Du fängst an, die Hadithe vom Propheten zu lesen. Du fängst an, wieder ein Dars zu hören. Warum? Allah hat dich herausgeholt aus diesem Sündentrott, ja, der du eigentlich immer betest und fastest, aber auch ab und zu schwach wirst. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen stärken. Allah hat dich herausgeholt aus diesem Sündenfall, damit er dich in das Paradies führt. Allah, nachdem du wahrhaftig gewesen bist, bereue immer wieder und ständig, egal wie viel du an Sünden machst. Denn, wisset, o Diener Allahs, keine Sünde ist größer als die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla. Welche Sünde sollte größer sein? Selbst wenn ein Mensch in dieser Welt etwas anderes anbetet außer Allah, und höre gut zu, so wird Allah ihm vergeben, wenn er dafür bereut und Allah danach einzig und alleine anbetet. Das ist Allah Azza wa Jalla. Subhana, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sprich, o meine Diener, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sag es allen Dienern, damit sie mich kennenlernen, wer ich bin. Allah sagt, sprich zu meinen Dienern, die maßlos gesündigt haben, ihre Sünden haben die Wolken erreicht, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Und das Erstaunliche bei dieser Ayah, dass Allah sie seine Diener nennt. Sie, Allah schreibt sich diese Diener zu. Er sagt nicht, oh ihr Abschaum, die ihr übelst gesündigt habt. Nein, Allah sagt, oh meine Diener, weil er weiß, wir sind schwach. Wa khuliqa al-insan daifa, und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. Und daher, o Diener Allahs, solange du diese Wahrhaftigkeit behältst, und ich sage es dir, das ist der schwerste Kampf in deinem Leben, dass du dich um diese Wahrhaftigkeit kümmerst, solange bist du auf dem guten Weg. Allah ist viel zu barmherzig, als dass er dich in das Höllenfeuer eingelässt. Aber du musst wahrhaftig bleiben. Und Wallahi, ich sage es dir, o Diener Allahs, es gibt nur wenige Leute, die diese Wahrhaftigkeit besitzen. Leider. Denn die Gläubigen waren immer nur sehr wenige.
Und das ist die Prüfung für einen jeden Gläubigen, dass Allah Azza wa Jal nur eine Gruppe von Menschen auserwählt hat, die nicht ihren Gelüsten folgen, sondern sie unterwerfen sich Allah, folgen ihrem Gesandten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und sind mit Allah, dem Gesandten und der Religion des Islam zufrieden. Allahu Akbar. Und ich habe eine Frage an dich, O Diener Allahs. Stell dir vor, du gehst zum Arzt, weil du krank bist. Und dieser sagt dir dann, nachdem er dich untersucht hat, du hast nicht mehr lange zu leben. Wie wird deine Reaktion sein? Du wirst schockiert sein. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Was sagt er da? Was redet dieser Mann? Wer ist er, dass er so etwas sagt? Du bist schockiert. Dann sagt dir aber der Arzt, aber es gibt für dich eine Lösung, um dem Tod zu entgehen. Eine Frage, wirst du deine Ohren öffnen, ja oder nein? Herr Wallah, du wirst sie öffnen. Und heute rede ich mit dir darüber, dass auch wir eigentlich kurz vor dem Tod stehen, weil wir krank sind, weil unsere Herzen krank sind. Allahumma tahir qulubana. Aber wir haben noch eine Chance, dass wir diesem Tod entweichen. Frage, seid ihr bereit, dieses Medikament kennenzulernen? Wallahi, wer es nicht bereit ist, kennenzulernen, so soll er sich fragen, ob er jemals ein lebendiges Herz gehabt hat. Und höre diese Ayah mit mir, O Diener Allahs, und ich sage es dir, ob dir meine Wörter gefallen oder nicht, wir werden bereuen, wenn wir keinen wahrhaftigen Iman gehabt haben, wenn wir zu Allah Azza wa Jalla zurückkehren. Allah Azza wa Jalla sagt, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Wenn einem von den Menschen der Tod erreicht, wenn der Tod jemanden erreicht, dann sagt er, O mein Herr, lasse mich wieder zurückkehren zur Dunya. Lasse mich wieder zur Dunya zurückkehren. Frage, warum will er zur Dunya zurückkehren? Um nochmal seine Freundin zu sehen? Um nochmal einen Joint zu drehen? Um nochmal ein Rakli zu hören? Nein. Warum will er wieder zurückkehren? Allah sagt es uns. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Damit ich Gutes machen kann von dem, was ich unterlassen habe. Was hat er unterlassen? Das Gebet, das Fasten, die guten Taten. Bereut er oder bereut er nicht? Sagt es mir. Er bereut. Und diese Situation, glaubst du daran als Muslim, dass sie eintreten wird? Wenn du daran glaubst und dein Herz hängt an diesem Koran, an den Wörtern Allahs und nichts ist gewaltiger als die Wörter Allahs, so solltest du wissen, diese Situation wird bei manchen Leuten kommen. Sie werden sagen, ja Allah, schicke uns zurück, während sie sterben, auf dass wir zur Dunya zurückkehren und gute Taten machen können von dem, von denen, die wir unterlassen haben in dieser Dunya. Frage, was wird Allah ihm antworten? Nein. Kalla! Keineswegs. Und Kalla ist nicht nur Nein im Arabischen. Kalla ist viel ausdrucksstärker als Nein. Tausendmal nein, wenn du es willst. Innaha, Kalima. Es ist nur ein Wort, was dieser Anführungsstrichen Lügner spricht. Denn wenn Allah ihn zur Dunya zurückschickt, was wird er machen? Dieselben Taten. A'udhu billah. Kalla, innaha Kalima. Huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Es ist nur ein Wort, was dieser Lügner spricht und hinter ihm ist eine Trennwand. Kann er wieder zurück zur Dunya antworten? Er liegt in seinem Grab. Und jetzt wartet er auf was? Auf die Akhira. Er kann nicht mehr zurückkehren zur Dunya. Frage, was passiert bei dir, wenn du diese Eier hörst? Was passiert? Sagst du dir, ich möchte nicht den Zustand von dieser Person haben? Oder sagst du dir, ich guck mal, ob ich ein Happy End erreiche oder nicht. Es gibt ja so eine Toilettenfirma Papier, die heißt Happy End.
Ja, Toilette ist etwas. Und das Leben ist etwas, Odina. Es gibt nicht immer ein Happy End. Und viele Leute denken, dass sie mehrere Chancen bei Allah haben. Wenn du zurückkehrst, frage, hat diese Person eine erneute Chance bekommen? Das heißt, wir haben bei Allah nur eine einzige Chance, die wir in diesem Leben leben. Nicht mehr. Wallahi al-Azim, nicht mehr. Du kannst nicht zu Allah zurückkehren und sagen, ja Allah, ich hab's vermasselt, lass mich eine zweite Runde spielen. Wo bist du im Casino? Allah akzeptiert das nicht, subhanahu wa ta'ala. Innaha kalima. Es ist nur ein Wort, was dieser Lügner spricht. Und hinter ihm ist eine Trennwand, wo er nicht mehr zurückkehren kann zu Dunya. Schluss. Das war dein ganzes Leben. Es hat übelst geändert. Allahumma rzuqna husna khatima. Wie viele Geschwister sagen, ich habe eine Zeit lang Qiyam ul-Layl gebetet. Ich bin in der Nacht aufgestanden, in einer Zeit, wo ich mit Allah alleine war. Niemand hat mich gestört. Ich bin aufgestanden in so einer Zeit, wo alle Menschen geschlafen haben. Und in dieser Zeit habe ich Allah um Vergebung gebeten. Und jetzt habe ich es gelassen. Wie viele sagen, ich habe angefangen, den Koran auswendig zu lernen. Jetzt aber habe ich sogar die einigen Surah, die ich auswendig gelernt habe, auch schon fast vergessen. Wie viele sagen, ich habe damals so oft Allah Azza wa Jal gedacht beim Dhikr und jetzt habe ich Allah vergessen. Wie viele sagen, ich habe damals Unterrichte besucht, jetzt aber kümmere ich mich nicht mehr um das islamische Wissen. Und wie viele sagen, ehrlich gesagt, schaue ich mir wieder jetzt regelmäßig die Serien an, die ich früher geschaut habe. Und wie viele sagen, ich höre jetzt sogar wieder die Musik, die ich damals gelassen habe. Aber Musik ist halal, oder? Ja, oder? Ich weiß nicht. Man kann in 5 Stunden erklären, dass Musik halal ist. Oder in 1 Sekunde erklären, dass Musik haram ist. In meiner Umma wird es Leute geben, sie werden... Hä? Sag es mir, was zu erlaubt erklären. Die, nach der Reihe. Habt Respekt vor den Hadithen. Nicht einfach so, das sind keine Geschichten. Erstmal? Nein. Diese. Du musst standfest sein. Wenn Abu al-Bara dir sagt nein, aber du weißt diesen Hadith, du kennst ihn ganz genau, dann sagst du doch Abu al-Bara. Lasst euch nicht ab. Ich mach das gerne. Ich bring gerne Leute in Verzweiflung. Die Sinner und die Seide und den Khamr und die Ma'asim. Was heißt, sie werden sie zu erlaubt erklären? Das heißt, ihr Ursprung ist haram. Das waren keine 5 Stunden, sondern 5 Sekunden. Und es wird sie geben, das ist die Bestätigung, dass es diese Leute gibt. Möge Allah azza wa jalla unsere Leute rechnen. Liebe Geschwister, Leute, die in der Nacht gebetet haben und die den Koran gelernt haben und die sich mit den Muslimen getroffen haben, aber daraufhin haben ihre Herzen gedreht. فَلَمَّ زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Und als sie dann abgewichen sind vom geraden Weg, hat Allah ihre Herzen abschweifen lassen. Wer hat angefangen? Die Person selber. Als Allah gesehen hat, dass er nicht mehr wahrhaftig ist, so hat Allah ihn vom Wege der Wahrhaftigkeit getrennt. Und ich habe Angst, und bei Allah, ich habe Angst, dass wir zu dieser Ayah gehören, denn wir sehen die Beispiele vor uns. Allah bringt uns diese Beispiele, damit wir sie sehen. Allah Azza wa Jal sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat und Allah ihn mit Wissen abirren gelassen hat. Mit was? Mit Wissen. Er hat gebetet, er hat gefastet, er hat die Unterrichte gehört, er hat die Freitagsreden gehört, er weiß, was richtig und was falsch ist. Was ist trotzdem bei ihm passiert? Er ist von dem geraden Weg mit Wissen abgeirrt. So wie du heute Leute siehst, und sie reden ganz normal darüber. Scheche, ich hätte da nur mal so eine kurze Frage. Musst auch nicht lange antworten. Ich war früher mal richtig praktiziert, aber jetzt mache ich nichts mehr. Was sagst du dazu? Ich meine, was denkt er denn über was er fragt? Er fragt.
tragt über den Iman und tut so, als ob er über Erdnussbutter redet. Das ist der Iman, liebe Geschwister, der alles bedeutet. Entweder gehst du für ewig in das Höllenfeuer, wenn Allah Azzawajal diesen Iman nicht bewahrt, oder du kümmerst dich um diesen Iman Tag ein und Tag aus und Allah wird dir helfen, diesen Iman zu befestigen. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Du hast doch gebetet und du hast doch gefastet. Daraufhin hat er wieder sein altes Leben angenommen. Wir haben gesagt, er hat doch damals für dieses Leben was? Bereut. Er wollte dieses Leben nicht mehr. Wie irregehend kann man sein, dass man wieder zu dem Zustand zurückkehrt, womit man nicht zufrieden war. Das heißt, ich bin bereit zum Absturz, ich weiß, wo ich hingehe und trotzdem lasst mich in Ruhe diesen Weg weitergehen. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Ja, willst du wieder dorthin zurückkehren? Willst du wieder zum Unglauben zurückkehren? Willst du wieder zu dem Zustand zurückkehren, wo dein Herz, wenn du nur an den Tod gedacht hast, einfach geplatzt ist, gesprengt ist? Warum? Weil du so eine Angst vor dem Tod hattest. Mit so einem Iman muss man auch Angst vor dem Tod haben. Ehrlich. Aber wenn du in Ruhe lebst, zufrieden, mutmain, du weißt, du hast dir nichts vorzuwerfen. Du bereust ständig bei Allah Azza wa Jal, so dass keine Sünde offen ist. Und du verletzt nicht die Rechte der Menschen, so dass keiner Yawmul Qiyamah kommt, um von dir ein Recht zu erzwingen. Und du bist eine Person, der versucht immer seine Pflichten zu machen. Wovor hast du Angst, Yahi? Ich frage dich, wovor hast du Angst? Diese Leute leben ruhig und zufrieden, aber von den anderen so schält sein Herz Tag ein und Tag aus. Er hat Angst, auf diesem Weg zu sterben und trotzdem ist er bereit, auf diesem Weg zu bleiben. Möge Allah unsere Herzen von Nifaq schützen. Ja, Wallah. Liebe Geschwister, wie viele von uns haben gebetet und das Gebet gelassen? Manche beten seit einigen Monaten nicht mehr regelmäßig. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Die muslimischen Gelehrten haben keinen Unterschied, dass das Unterlassen des Gebetes, welches Gebet? Die Sunna oder die Pflicht? Die Pflichtgebete, wenn man sie absichtlich unterlässt, so gehört das zu den gewaltigsten Sünden. Zu den gewaltigsten Sünden. Abu al-Bara, übertreib nicht. Wie groß kann diese Sünde schon sein? Höre. وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمْ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ النَّفْسِ. Das Unterlassen des Gebetes ist gewaltiger als eine Seele zu töten. وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ. Und dass man Geld stiehlt. وَمِنْ إِثْمِ الزِّنَا. Und schlimmer als die Zina. وَالسَّرِقَ. Und das Klauen. وَشُرْبِ الْخَمْرِ. Und sogar schlimmer als das Trinken des Alkohols. Das, o Diener Allahs, ist die Antwort auf deine Frage, wie schlimm kann es sein? Sehr schlimm. Allah subhanahu sagt, inna salata tanha, lasst es mich hören, ha? Tanha, anil fahsha, wal munkar. Das Gebet hält ab von was? Von? Vom Schändlichen und vom Abscheulichen. Was ist das Abscheuliche? Die Zina. Wenn du betest, ja Achi, und ich rede darüber, dass du wahrhaftig betest. Denn viele von uns beten, wir wissen nicht mal, ob wir bei der ersten Raka oder zweiten Raka sind, ob wir beim Dhuhr-Gebet oder Isha-Gebet sind. Wir beten einfach. Ah, ich habe gerade eine gute Laune. Ich bete. Wenn du wahrhaftig betest, höre zu. So wird es niemals möglich sein. Versteh die Wörter. Dass du das Schändliche und Abscheuliche akzeptierst, niemals. Das heißt nicht, dass du nicht sündigen kannst dazwischen, doch. Aber du wirst niemals auf diesem Zustand bleiben.
Du wirst niemals auf diesem Zustand beharren. Du hast gerade Sinna gemacht. Dann kehrst du zurück zum Gebet. Und du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Gnädigen, dem Barmherzigen. Malik, Isma, Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Stopp, aus, ich werde nie wieder weitermachen mit der Sinna. Es geht nicht. Es geht nicht. Allah sagt uns, das Gebet hält uns ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Bedeutet für dich und mich, solange wir beten, werden wir davon abgehalten. Wenn wir aber dieses Gebet lassen, wohin kehren wir wieder zurück? Zum Schändlichen und Abscheulichen. Einzig und alleine das Gebet hat uns davor bewahrt. Ey Wallah. Das Gebet, es hat uns davor bewahrt, das Schändliche und das Abscheuliche zu tun. Das sind die Wörter Allahs, o Diener Allahs. Das heißt, diese Leute unterlassen das Gebet und kehren wieder zu den Sünden zurück. Und was für eine gewaltige Ibadah ist das Gebet, liebe Geschwister. Im Gebet sind die gewaltigsten Taten. Wer sagt mir, welche Taten sind im Gebet? Na, Dua. Der Dua. Gehört das zu den gewaltigsten Taten? Bei Allah. Al-Dua huwa al-Ibadah. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, der Dua ist der Gottesdienst. Das ist der Kern unserer Religion. Er liest Koran im Gebet. Was noch? Was macht er noch im Gebet? Helft mir. Na? Dhikr. Dhikr ist eine der besten Taten, die du im Islam machen kannst. Na? Erst von den Sünden weg. Und das Gebet selber. Das Gebet beinhaltet die besten Taten. Das Gebet selber. Das Gedenken Allahs, der Dhikr. Das Lesen des Koran. Die beste Art vom Dhikr. Und der Dua. Dieses unterlässt du, obwohl das die besten Taten im Islam sind. Allahu Akbar. Und lasst uns zu unserem Thema kommen, liebe Geschwister. Wir haben darüber geredet, dass wir nicht zu denjenigen gehören wollen, die wieder zurückfallen. Und so sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ihr seid müde geworden, ich sehe das. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli amalin shirra. Jede Tat hat ihren Gipfel. Alaikum salam. Jede Tat hat ihren Gipfel. Was ist der Gipfel? Das Höchste oder das Niedrigste von einem Berg? Das Höchste. Jede Tat hat ihren Gipfel. Wa li kulli shirra fatra. Und jede Tat hat auch eine Ruhephase. Jede Tat hat auch eine Ruhephase, liebe Geschwister. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةِ فَقَدْ اِهْتَدَى. Derjenige, dessen Ruhephase bis zur Sunna gelangt, so ist er recht geleitet. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Und derjenige, der aber die Sunna unterschreitet, die Sunna nicht mehr macht, so wird er vernichtet. Abu'l-Bara, erkläre uns diese Überlieferung. Schaut mal, liebe Geschwister. Jede Tat hat, hat ihren Gipfel. Kennst du das? Wenn dein Iman stark ist, was machst du alles an einem Tag? Die besten Taten. So, hat jemand von euch einen Tag erlebt, wo er die besten Taten gemacht hat? Eine gute Tat nach der anderen? Da war dein Iman wo? Hä? Er war oben. Er war auf diesem Gipfel. Hat man dieses Niveau gehalten? Antwort. Was ist passiert? Man ist runtergefallen. Von diesem Gipfel. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt uns, solange wir uns innerhalb der Sunna bewegen, bleiben wir recht geleitet. Wenn wir aber die Sunna lassen, die Sunna vom Propheten s.a.w., dann werden wir vernichtet werden. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wie viele Raka'a haben wir gebetet im Tarawih-Gebet im Ramadan? Möge Allah Azza wa Jalla uns Ramadan erreichen lassen. In circa 3 Monaten fängt wieder Ramadan an, inshallah, liebe Geschwister. Nur vorweg, hier wird es kein Essen geben. Auf jeden Fall. Frage an. Wie viele Raka'a haben wir gebetet im Tarawih-Gebet? Wie viel? 8 plus 3. Insgesamt? 11. 11 Raka'a. Richtig? Wir alle haben 11 Raka'a gebetet im Ramadan. Wie viel beten wir jetzt? Wie viel beten wir jetzt?
Wenn es nicht 11 sind, betest du 9. Wenn es nicht 9 sind, betest du 7. Wenn es nicht 7 sind, betest du 3. 1! Wenn du auch eine Raka betest, du wärst immer noch innerhalb der Sunna. Aber dass du das ganz weglässt, warum ja? Solange du dich zwischen den Bandbreiten der Sunna bewegst, ist alles in Ordnung und du wirst recht geleitet sein. Wenn du aber dieses unterschreitest, so hast du die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. gelassen und du wirst einen Weg der Vernichtung gehen. Möge Allah s.a.w. uns alle bewahren. Wenn wir sagen, du sollst die Sunna beibehalten, du sollst die Sunna nicht unterschreiten. Wenn du die Sunna nicht folgst, was folgst du? Wenn du dem Propheten Muhammad s.a.w. nicht folgst, wen folgst du? Er ist der Beste aller Menschen. Wen kannst du anderes folgen als ihm? Sallallahu alaihi wasallam. Und daher möchte ich heute nur mit euch über zwei Punkte sprechen, wie wir diese Vernachlässigung in der Religion korrigieren. Und ich nenne extra nur zwei, weil wenn wir mehrere Punkte nennen, du wirst die wenigsten sehen, die sich daran halten. Der erste Punkt, liebe Geschwister, und ich werde euch danach fragen, am Ende des Unterrichts, und wehe, jetzt geht einer los, damit er nicht antworten muss. Wir fragen, wie behandle ich diese Vernachlässigung? Der erste Punkt, indem du eine bestimmte Zeit nur für Allah Azza wa Jal reservierst. Jeden Tag. Und gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich werde mir die Zeit nehmen, wenn ich sie habe. Wallahi al-Azim, das ist Su'ul Adab ma'Allah. Das ist ein übles Verhalten gegenüber Allah, wenn du es genau hören möchtest, unerzogen. Allah sagt dir, deine gesamte Zeit gehört Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah sagt dir, dass dein ganzes Leben ihm gehört. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah. Und Allah sagt dir, er hat deine Seele gekauft, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara min al-mu'minin. Was hat er von ihnen gekauft? Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahu. Er hat was gekauft? Ihre Seelen. Ihre Seelen. Allahu Akbar. Daraufhin kommst du und sagst, ich schau mal, wann ich Zeit für Allah habe. Unverschämt. Unerzogen! Allah hat dich nur für was erschaffen? Für die Ibadah. Daraufhin sagst du, ich habe nicht einmal eine Stunde Zeit am Tag. Tayyib Abul Bara, wir hassen dich immer mehr. Wir werden jetzt alles liegen lassen und nur noch beten und Koran lesen. Bist du zufrieden? Wallahi, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir nur noch mit Koran lesen und Gebet beschäftigt sind. Ich habe nur gesagt, wenn du arbeiten gehst, dann geh arbeiten für wen? Für Allah. Weil du bist verpflichtet, für deine Familie aufzukommen. Und wenn du dieses für Allah machst, dann wirst du auch von Allah belohnt. Wenn du, o Diener Allahs, schläfst, dann schlafe für Allah. Das heißt, wenn du wieder aufstehst, dann hast du genug Kraft, um was zu verrichten? Deine Ibadah. Wenn du dir ein Auto kaufst, von mir aus ein Mercedes-Benz. Wenn du dir ein Auto kaufst, Klimaanlage, wie du willst. Aber kauf dir ein Auto mit der Absicht für Allah, damit du und deine Familie nicht in dieser verdorbenen U-Bahn und in diesen verdorbenen Bussen fährst. Und von der Fitna befreit werdet. Du wirst belohnt von Allah. Alle Taten werden so für Allah Azza wa Jalla. Sogar der Beischlaf mit deiner Frau ist für Allah. Weil wenn du das im Haram machst, wirst du von Allah bestraft. Aber wenn du das im Halal machst, dann wirst du belohnt. Allahu Akbar. Dein Leben ist für Allah. Ich weiß, diese Sunna liebt jeder. Daher richte dein Leben nach wen aus? Nach Allah Azza wa Jalla. Das ist der erste Punkt. Was war der erste Punkt? Du. Du, ja.
Dennis Mendes, glaube ich, ne? Dennis. Was war der erste Punkt? Na? Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Na? Also, dir eine bestimmte Zeit nimmst, nur für Allah. Sehr gut. Dass du dir jeden Tag eine bestimmte Zeit nur für Allah Azzawajal nimmst. Deine Frau kommt zu dir und sagt dir, räum das Wohnzimmer auf! Das waren deine Erdnüsse, die durch die Gegend geflogen sind. Dann sagst du, Sabr, ich habe jetzt gerade eine Stunde mit Allah. In der Zeit machst du Dua, dass Allah ihr Herz recht leitet, dass wenn du aus dem Zimmer herauskommst, sie dir nicht die Dose auf den Kopf. Du nimmst eine Zeit nur für Allah. Du schließt dich ein, keine Frau, keine Kinder, kein Telefon, kein Facebook, kein Twitter, nichts. Nichts. Nur Allah und du. Machst du das? Antwort nein, sei ehrlich. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Der zweite Punkt, Dennis, eine zweite Chance. Was war der erste Punkt? Zeit für Allah. Sehr gut, mashallah. Ein hübscher Mann. Suchst du eine Frau, Dennis? Ich habe auch keine. Der zweite Punkt. Dass du dein Nefs, deine Seele dazu zwingst, gehorsam zu sein gegenüber Allah. Dass du deine Seele dazu zwingst, du hast richtig gehört, gehorsam gegenüber Allah Azza wa Jalla zu sein. Und du solltest lernen, deine Seele gehört zu den größten Feinden. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Und wahrlich, die Seele gebietet einem das Schlechte. Außer mit wem Allah barmherzig ist. Glaube niemals, dass deine Seele das Gute für dich möchte. Du musst deine Seele erziehen. Wie viele wissen nicht, dass die Seele sie in der Dunya zerstören kann? Und niemals darfst du deiner Seele geben, was sie möchte. Deine Seele möchte an einem heißen Tag etwas Kühles trinken. Und ich verstehe das nicht bei vielen Geschwistern. Zum Beispiel im Ramadan, das letzte Mal war es in der Sommerzeit. Der geht zum Kühlschrank und der ist fasten. Sagst du, was machst du am Kühlschrank? Oh, guck nur so. Was nur so? Guck nur so. Was guckst du denn? Ich wollte nur gucken, ob die Cola schon kühl ist. Wenn deine Seele an einem heißen Tag etwas trinken möchte, dann sagst du ihr, es gibt heute nichts, wir fasten. Wir fasten! Deine Seele möchte eine Serie im Fernsehen schauen. Du sagst ihr, wir hören jetzt einen Vers. Deine Seele möchte lesen, was dir jemand bei Facebook geschrieben hat. Du sagst ihr aber, wir lesen jetzt den Koran. Deine Seele möchte am frühen Morgen weiterschlafen. Du sagst ihr aber, steh auf, Allah erwartet. Deine Seele möchte nicht spenden. Du aber sagst ihr, wir spenden und ich gebe extra mehr, damit ich dich erziehe. So erziehst du deine Seele Tag ein und Tag aus. Bis die Seele dir irgendwann das Gute befehlen wird. Allahu Akbar. Es dauert, ja. Aber irgendwann wird die Seele dir das Gute befehlen. Kennt ihr das? Dass du manchmal eine Tat unterlassen hast und daraufhin bereust du das sehr, sehr stark. Weil deine Seele sagt dir, warum hast du das nicht getan? Weil du die Seele was? Erzogen hast. Wird das eine unerzogene Seele machen? Ja? Nein. Was denkt ihr? Niemals. Wird eine unerzogene Seele von einem Drogendealer ihm sagen, warum hast du das falsche Gebet verschlafen? Niemals. Ah, wehe dir, dass du deiner Seele gibst, was sie möchte. Wallahi al-Azim. Du musst daran fest glauben, dass du kein guter Mensch bist. Weil, wenn du denkst, du bist schon ein guter Mensch, dann wirst du dich nicht ändern und nicht deine Seele erziehen. Allah Azza wa Jalla sagt, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. So erklärt euch nicht selbst für rein. Ihr sollt euch nicht selbst für gute Menschen erklären. Allah weiß am besten, wer gottesfürchtig ist.
Und ich beende, liebe Geschwister, mit einem einfachen Grundsatz. Wenn du deinen Tag füllst mit guten Taten, höre zu, wann hast du überhaupt Zeit zum Sündigen? Du betest deine 5 Gebete am Tag, wo? In der Sahaba-Moschee, nicht nur Moschee. Du machst deine 12 Sunnan am Tag, wo? Zu Hause. Die Sunna-Gebete sind am besten zu Hause zu verrichten und hat den 1000-fachen Lohn, als wenn du es in der Moschee machst. Du liest jeden Tag Koran. Zwischen 10 und 200 Seiten, was Allah dir leicht macht. Manche lesen schnell, manche lesen gar nicht. Wir wollen aber zu denjenigen gehören, die etwas lesen, liebe Geschwister. Du liest jeden Tag etwas vom Koran. Weh dir, dass du die BZ kaufst. Weh. Nimm den Koran und lies. Wenn du an der Bushaltestelle bist, wenn du in der U-Bahn bist, sagst, wie werden die Leute mich angucken? Alhamdulillah. Sie sehen die Ruhe, indem du den Koran liest. Und der eine oder andere wird darüber nachdenken. Indem du bei einer Behörde wartest, liest den Koran, ja. Es gibt einen Bruder, der sagt so einen wunderschönen Satz. Immer, wenn er im Stau steht oder wenn er bei einer Behörde ist und die Leute sagen, wie lange werden wir warten, er sagt, das ist die Zeit für Dhikr. Das ist die Zeit für Dhikr. Du musst sowieso warten, also mach Dhikr. Anstatt, dass du jetzt fluchst und mach Dhikr. Dhikr, ja. Was haben wir gesagt? Du betest die 5 Gebete in der Moschee, wenn du kannst. Und du machst deine 12 Sunan-Gebete. Und du liest jeden Tag den Koran. Und du machst jeden Tag Dhikr zwischen 100 und 5000 Mal. Frage, wann hast du Zeit zu sündigen? Du hast keine Zeit mehr. Aber wenn du nichts zu tun hast, dann kommst du, mal gucken, Facebook. Facebook. Na. Makan al-Majanin. Der Ort der Schwachsinnigen und Verrückten. Möge Allah uns bewahren. Was wirst du an Lohn bekommen, wenn du in diesen Seiten herumblätterst? Wisset, liebe Geschwister, du machst deine Sünden in deiner Freizeit. Nicht, wenn du beschäftigt bist. Aber wenn du das Gefühl hast, du wirst gleich sündigen, ruf einen Bruder an und sage, ich möchte mit dir ein Hadith teilen. Ich habe gelesen, der Prophet s.a.w. sagte, damit erweichst du dein Herz und sein Herz. Mache keine Sünde. Und wenn du sündigst, mach danach eine gute Tat, um die Sünde zu löschen. So wirst du bei Allah deine Seele erziehen und du wirst keine Zeit haben zu sündigen. Aber wie viele sind, nachdem sie rechtgeleitet wurden, wieder zurückgefallen? Manche mehr und manche weniger. Das liegt nur daran, liebe Geschwister, weil sie sich nicht an dieses Programm gehalten haben. Hätten sie sich an die Rezepte der Sunna gehalten, wallahi, es wäre ihnen nicht passiert. Daher sage ich dir, o Diener Allahs, wenn du auch nicht beim Gebet oder beim Fasten oder beim Dhikr oder beim Koranlesen bist, so mach etwas, wofür du Lohn bekommst. Wenn du auch mit deiner Frau spielst, du wirst dafür belohnt. Wenn du mit deiner Frau zusammensitzt und du gibst ihr etwas zu essen in ihrem Mund, einen kleinen Happen, nicht so, dass sie erstickt, dann wirst du dafür belohnt. Wenn du rausgehst, um für deine Kinder Klamotten zu kaufen, du wirst belohnt, aber alles mit der richtigen Absicht. Und je mehr du deine Absicht formst, umso besser wird es deinem Herzen und deinem Glauben gehen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Möge Allah Azza wa Jal uns von allen Sünden entfernen. Möge Allah Azza wa Jal uns beschäftigen mit Taten, die er liebt. Möge Allah Azza wa Jal uns mit so einer Tat sterben lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.